Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge White Day, a Labyrinth named School. So, für die Leute, die letzte Folge vielleicht nicht bis zum Ende geguckt haben, wir werden das Spiel jetzt nochmal von vorne anfangen. Und zwar auf dem Schwierigkeitsgrad leicht, da mir da nämlich ein Guide zur Verfügung steht, den ich im normalen Durchspielen nicht habe. Weil es geht mir echt auf den Sack, dass man nicht weiß, wo man hingehen soll, was man machen soll und null Anhaltspunkte hat. So wirklich. Deswegen spielen wir das jetzt auch leicht. Damit wir wahrscheinlich über diese SMS, ne, immer mal ein paar Hinweise kriegen, was wir als nächstes tun sollen. Damit wir hier nicht wie so ein kopfloser Dude da durch die ganze Zeit durch die Schule eiern und keinen Plan von nichts haben. Ich schätze mal, wenn man so das zweite Mal das Spiel zockt oder so, dann kann man das bestimmt auf normal oder auf schwer zocken, weil dann weiß man ja ungefähr, was man machen muss, ne? Aber wenn man halt wirklich gar keinen Plan hat, dann ist das so wie dieses Resident Evil Phänomen, ne? Du spielst erstmal auf leicht, um zu gucken, wie das Spiel überhaupt ist und wie die Rätsel sind und sowas. Und wenn man dann so Resident Evil einmal durchgespielt hat, dann spielt man das dann meistens auf normal oder auf schwer oder so. Und so ist das hier, finde ich, auch. Ich habe ja gedacht, dass man auf normal wenigstens ein bisschen was bekommt, aber hier ist ja, kriegst du ja nichts. Bandit von Klopfen. Dokumente, ja. Mal sehen. Nur abends, ja. Ach, da war ein Papierkran nicht drin. Oh, hier können wir speichern. Habe ich aber einen Filzstift, den haben wir noch nicht. Oh, hier ist mein erster Filzstift. Natürlich werde ich jetzt hier erstmal wieder alles abgeben, ne? Weil ich möchte nichts passen. Und Gegenstände mäßig natürlich. Gucken, wie denn der Hausmeister drauf ist, wa? Im Schwierigkeitsgrad. Aber in der Regel geht es ja eigentlich eh mehr um die Schockmomente, ne? SMS. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spieltipps in Form von Textnachrichten zu erhalten. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist diese Hilfsfunktion deaktiviert. Ja, habe ich gemerkt. Und hat das Spiel gleich um 1000% beschissener gemacht. So, jetzt haben wir alles schon vorgelesen. So, interagieren. Das mit dem Loch. Genau. Das ist zu. Ist offen. Guck mal hier, wir haben unsere erste Nachricht bekommen. Nice. Sorge für Licht und du wirst finden, wonach du suchst. Ein cooler Hinweis, dankeschön. Licht. Es werde Licht. Das ist schön. Nur eigentlich mal ein paar Informationen, ey. So, Dokumente. Notiz vom Klassensprecher. Heilgegenstände nehmen wir natürlich mit. Kriegen wir natürlich auch nochmal die Dinger hier. Spinte. Türen. Ja, habe ich aber den Schlüssel nicht.
Denke nicht, dass ich hier noch mal diesen Weg nach draußen nehmen werde. Ja. Oh, da liegt noch was. Was liegt denn da noch? Noch ein Filzstift. Aber wo kommt denn jetzt eigentlich hier das Miedel? Guck mal, ich irre jetzt schon wieder rum, ne? Wie geht's denn hier weiter? Hier ist zu. Da ist nix. Brauche ich nicht einen Schlüssel? Ich brauche doch einen Schlüssel, oder nicht? Da. Ah ja, genau, da ist ja noch die Karte. Zeitung. Mit der Karte. Okay. Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Das ist nämlich auch offen, weißt du? How do we get in? Yeah, I wonder how we can do it. Oh my. You totally startled me just then. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Oh, I've seen him. He's a new transfer student. Really? Anyway, I'm leaving. See ya. I'm Sung-ha Kim, homeroom 8. Ich bin He-Min-Lee. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? Das geht dich nichts an. Fine. Keep it to yourself then. I'm glad that you're here. You are going to help me out. Warum sollte ich dir helfen? Look, don't be a jerk about it. Come on. Okay. Jetzt hätte ich eine Wahl, oder? Mann. Jihyun and I didn't know what we were gonna do. Goodness, a guy like you showed up. Muss ich dir folgen? Die Tür wird zugemacht, ey. Guck mal, hier ist noch gar keine Zeichnung dran. Ach so, weil die hier ist. Ich weiß nicht, ob man die jetzt doppelt und dreifach finden muss hier. Aber. Sie enthält eine Auswahl an Werkzeugen. Notiz von der Baustelle. Ja. So mit dieser Verkabelung, ne? Zweite Münze, sehr gut. Ja, eine Drahtzange. Kommt man aber trotzdem nicht ran, ne? Naja, vielleicht bis später, wenn wir irgendwann mal so einen Minischlüssel haben oder so. Guck mal, die hat auf mich gewartet. First time in the girls' bathroom? Nee.
Ich soll also hier warten, bis du da drin fertig bist? What are you talking about? Pervert. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there and get me the keys. Nee, das kannst du selber machen. You want me to do it myself? Ja. Nee, das kannst du selber machen. Please, pretty please, with lots of sugar on top. Nee, das kannst du selber machen. You're really not going to help? We'll need a ladder, and we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around? Mach ich. Ich guck mich mal eben um. So, wir brauchen was zum Cutten. Check. Ohne Leiter. Check. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt für den ersten Teil der Schule brauchen. Wir drüben sind. Was gelbet? Ritsch, ratsch. Jetzt kommt wieder der Sportlehrer, oder? Ah ne, der Hausmeister. War nicht der Typ, der uns immer die ganze Zeit verfolgt, oder? Man kriegt sogar jetzt Hinweise, wo man hin muss und so. Cool. Gefällt mir. Wenn dir dein Leben lieb ist, lass dich nicht vom Hausmeister erwischen. Wow, was für ein geiler Tipp, ey. Rätsel. Voll das krasse Rätsel. Die Tür wurde geschlossen. Ventil wurde geschlossen. Hier sind wir aber noch nie hingekommen, wa? Ach, das ist dieses Haushalt. Hauswirtschaftslehre Zimmer, wa? Was ist, wenn ich jetzt eigentlich hier in die Mitte gehe? Passiert irgendwas? Nee. Im Dokument, das du gefunden hast, verbirgt sich der Weg, den du einschlagen musst. What the fuck? Das sind die Hinweise? Krass.
Aber dieses Dokument kriegt er erst hier mit der Neuverkabelung. Das ist so geil. Die SMS hätte ich eigentlich erst kriegen dürfen, nachdem ich dieses Dokument gesehen habe. Klassenzimmerschlüssel für Hauswirtschaftslehre. Für Hauswirtschaftslehre, na, ist doch gleich da drin. Thanks a lot. So, ihr haben wir den Schlüssel gegeben, deswegen haben wir den nicht mehr. Jetzt habe ich es gerafft. Kümmere dich das nächste Mal doch selber darum. Nobody likes an unchivalrous man. Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school is haunted because so many people died here during that time. Maybe the rumor's true. I mean, especially on a night like this. Boo! Did I scare you? I guess you don't like ghost stories, huh? Oh. The doors are probably all locked by now. They lock all the doors after 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Here. This is the key to that hallway there. Could you open it on your way out? Go ahead. I still have something to do. Huh? You didn't leave yet? Das sind jetzt die Informationen, die ich kriege. Von wegen, ey, du hast ein Dokument bekommen. Lies dir das mal durch. Wollt ihr mich verarschen? Weg damit. Oh, that was close. If you sneak in at night, the janitor gets terribly angry. If he catches you, the punishment is harsh. Ja. Er scheint verrückt zu sein. That's scary. Why would you say something like that? You're the transfer student. I'm in your homeroom. Remember? Nein, ich glaube nicht. Tut mir leid. Oh, that's okay. You only just got here. I'm Jihyun Seol. You're Human Lee, right? Anyway, what are you doing here at this hour? Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. I think you're incredibly brave. All alone this late.
Tell me something. I always see you alone. Don't you have friends? Ich habe dich. Huh? Oh. Der Blick, ne? Yeah, that's right. But you'll make more soon. Okay, I'm going to go now. Be careful. Der Hausmeister macht immer seinen Rundgang. Kann nichts sehen. Ich wollte gerade sagen, hat der auch gerade geleuchtet. Fünftens, Geisterbaum. Oh, der ist neu, ne? Mi-Hyeon machte sich schnellen Schrittes auf dem Weg zum Klassenzimmer. Der letzte Sonnenschimmer war hinter dem Horizont verschwunden und die Schule in Dunkelheit gehüllt. Mi-Hyeon ärgerte sich über ihre Freunde. Sie waren auf ihren Heimweg vorbeigekommen, obwohl sie noch mit Putzen beschäftigt war. Sie boten keine Hilfe an und ließen sie einfach alleine. Als ihnen das Gesprächsmaterial ausgegangen war, ja, was dann? Nix. Punkt. Mi-Hyeon machte das nervös, da an der Schule so viele Gerüchte umgingen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, waren weit und breit keine Schüler zu sehen. Das Echo ihrer Schritte nagte an ihren Nerven. Ihr Herz schlug noch höher, als sie die Topfpflanze in der Ecke des Korridors erblickte. Diese Pflanze hatte ihrem Klassenlehrer aus dem letzten Jahr gehört. Sie erinnerte sie an ihn und das, was letztes Jahr geschehen war. Ihr Klassenlehrer, Herr B., hatte Chinesisch unterrichtet. Er war ein stiller, schmaler Mann gewesen, der oft traurig wirkte. Er war nie freundlich und hatte sich weder auf Schüler noch auf Lehrer eingelassen. Das Einzige, was ihm am Herzen gelegen hatte, waren seine Pflanzen. Vor allem die Pflanzen in seinem Klassenzimmer hatte es ihm angetan. In jeder Pause sah er nach ihr. Eines Tages vergoss ein Schüler versehentlich Lösungsmittel auf die Lieblingspflanze von Herrn B. Den Text haben wir da woanders auch schon mal gelesen, nicht? Mit dem Lösungsmittel. Sie wurde schwarz und fiel in sich zusammen. Aus Angst vor schlimmen Folgen ersetzte der Schüler den Baum und beschloss, den alten zu verbrennen. Seine Freunde unterstützten ihn dabei. Sie brachten die abgestorbene Pflanze zum Verbrennungsofen und zündeten sie an. Sie ging sofort in Flammen auf und schwarze Rauchschwaden stiegen in die Luft. Als die Flammen höher schlugen, ertönte ein lauter Schrei. Es war, als würde die brennende Pflanze vor Schmerz aufschreien. Da kam Herr B. gerannt. Als er seine Lieblingspflanze in den Flammen sah, verlor er den Verstand. Bevor irgendjemand einschreiten konnte, warf er sich in das offene Feuer, um bei seiner sterbenden Pflanze zu sein. Obwohl Herr B. als auch die Pflanze wurden innerhalb von Sekunden von den Flammen verschlungen. Niemand sprach. Niemand konnte fassen, was soeben geschehen war. Aufgrund der übereinstimmenden Aussagen der Schüler deklarierte die Polizei den Fall als Selbstmord aufgrund von Wahnhaftigkeit. Mi-Hyeon war an jenem Tag dort gewesen. Deswegen lief ihr jedes Mal, wenn sie eine seiner Pflanzen sah, ein kalter Schauer über den Rücken. Für gewöhnlich versuchte sie, die Pflanzen zu meiden. Wäre sie nicht so in Eile, hätte sie auch heute einen Umweg genommen. Sie versuchte, sich zu beruhigen, als sie bemerkte, dass sie einem nahegelegenen Klassenzimmer noch Licht brannte. Sie hörte, wie sich jemand dort bewegte. Große Erleichterung überkam sie, als sie begriff, dass sie doch nicht ganz allein in diesem dunklen Gebäude war.
Schnell öffnete sie die Tür zum Klassenzimmer. Doch was sie sah, war der Rücken eines über eine Pflanze gebeugten Mannes. Als sie begriff, was sie sah, erstarrte sie vor Angst. Dies war ihr Klassenzimmer aus dem letzten Jahr, Klassenzimmer 2 der 11. Klasse. Der Mann drehte sich langsam zu ihr und sah sie an. In der einen Hand hielt er die Leiche eines Hundes, dessen Bauchdecke aufgerissen zu sein schien. Die andere Hand war blutverschmiert. Sie sah, dass die Pflanze hinter dem Mann mit Blut und Eingeweiden beschmiert war. Der Mann näherte sich ihr und sagte: Oh, gut, mir ging bereits das Futter für meine Pflanze aus. What? Fünf Gramm Gewicht. Hier eine Gebäudewartung. Nix. Wartungsanfrage hat man schon. Das ist auch nix. Zahlenschloss, hier können wir speichern. Könnte ich ja eigentlich mal machen, oder? Haben wir drei Filzstifte. Habe ich das gehabt? Und letztes Mal überhaupt nicht aufgefallen, dass sich das Schloss teleportiert hat, sozusagen. Nicht nur Schlüssel können Verschlossenes öffnen. Verwende eine Marke desselben Elements, um eine Barriere zu brechen. Sieh dich stets nach Hinweisen um. Im Briefkasten der Hausmeister könntest du zum Beispiel unerwartete Informationen finden. Und der Liebesbrief. Oh, ist es deswegen, weil er uns dann die ganze Zeit dieser Geist jagten? Weil wir den Liebesbrief haben? Jagt ihr uns deswegen die ganze Zeit? Zumindest eine Erklärung, ne? Eine Schranke gesperrte Frau. Hätte uns auch schon ein paar Mal besucht, ja. Beruhigungspillen nehme ich mal mit. Hier war drinnen, ne? Das blutige Arbeitsbuch und Mathe.
mal, wenn man da schön ist. Eine Münze. Acht. Das ist ihr Klassenzimmer. Aber hier komme ich nicht rein. Noch dicht. Okay. Zwei Lutscher. Licht. Licht. Komme ich auch nicht rein. Dicht. Wo ist meine Münze? Wo ist meine Münze? Ich, oder? Ich habe meine Münze geklaut. Notiz aus dem Briefkasten des Hausmeisters. Zugangscode habe ich in unserem Werkzeugkasten verstaut. Schön, dass man das jetzt sieht auf der Karte. Finde ich gut. Macht das ein bisschen einfacher. Licht da drüben gesehen? Nee, ne? Ah, könnte vielleicht das hier gewesen sein, ja. Stabkäfer.
Werden das hier zugemacht? Irgendwas reingepackt? Nö. Ist da hinten. Natürlich ist er da hinten. An unserem Zielort. Was ist denn, wenn du 66 Glück eintippst? Macht dann trotzdem nur bis 1000 Jahre, ne? Aha. Noch mal gestern geguckt, Mensch. Ach, weil der gar nicht drinnen steht, oder was? Moment. Moment, mal Moment. Lass mich auch mal schnell machen. Oh, bei der Load steht. Ja, dann kann es ja natürlich nicht funktionieren. So, jetzt müsste es aber gehen. Ah, schade, jetzt hast du schon gekauft, ne? Jetzt müsste das aber gehen. Ja, Basti, geht's jetzt zu 1000 Glück? Da sind die 1000. Party! Party! Ich lasse sogar noch ein bisschen Feuerwerk für dich springen. Hype. Ja, GZ zu 1000 Glücksklee. Meine Güte. Hätte ruhig noch ein bisschen länger dauern können, weißt du, aber dadurch, dass wir das Ding aufgehoben haben, ging das natürlich zum Schluss ratzifatzi. Ja, das bleibt jetzt noch so. Bis Ende des Jahres bleibt das noch so. Und ab 1.1. werden wir dann erstmal die Limitierung auf 1000, auf 1 Million wieder machen. Und dann wird ja sowieso nochmal resettet. Aber hatte ich ja vorher schon angesagt, ne? Zum 1.1. fängt es sowieso wieder von vorne an.
Und dann werde ich, glaube ich, wieder die Slot-Limitierung auf 1 Million machen, weil ansonsten geht das viel zu schnell. Sechs, zwei, vier, drei. Sechs, zwei, vier, drei. Zwei, vier. Jetzt zum Hauptbüro, hinten zum Schloss, ne? Okay. Fast 5 Milliarden. Das ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz. Aber nochmal geht's halt, ne, zu dem 1000 Glücksklee. Holy shit. Man ihn irgendwie sehen? Nee, ne? Manchmal sieht man ja so ein bisschen die Taschenlampe, aber. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich jetzt die Reihenfolge drücken muss. 3, 4, 2. Oh ne, man muss die Reihenfolge nicht drücken. Okay. So, Gang zum Hörsaal haben wir. Und kleiner Schlüssel rot. Okay. Dann haben wir eigentlich gerade aktuell wirklich nur noch einen Weg, wo wir gerade hin müssen. Ne? Senderraum, was ist denn da noch drin? Kann ich gleich mal gucken, was da noch drin ist. Ne? Mike gönnt sich auch nochmal 100 Glücksklee. Geht's halt, Mike? 600 hast du jetzt. Juhu, sehr schön. Was ist hier noch? Irgendwann scheint hier noch im Raum zu sein. Wäre nochmal 50 hinterher, Mike, oder was? Kohle hast du denn noch? Mal geguckt. So, Basti, wie schon erwähnt, ne, jetzt kannst du das Glücksklee nur noch finden beim Angeln.
Nee, erhörst du doch nicht. Hier denn noch? Ja, wohl nichts, ne? Nicht, was hier noch rumliegen sollte. Senderraum ist leer, würde ich sagen. Na gut, gehen wir bis nach hinten durch. In der lang gerannt. Oder hinten? Nee. Man war er hier schon gewesen. Aber diesmal anscheinend nicht. Oh, guten Abend, Jesse. Welch seltener Besuch. Na, wie war dein Tag heute? Was hast du denn Schönes gemacht? Erzähl mal. Erzähl mal, wie war dein Tag? Und lass nichts aus. Gechillt, mehr nicht. Oh, sag bloß, du hast heute hier die Pearl weitergemacht. Steht noch einsam da, aber du hast recht. Ich muss echt weiter. Ja, mach mal wieder. Weiter hier. So, im Laufe des Spiels kannst du zahlreiche Geistergeschichten und Geister entdecken und sammeln. Wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, kannst du deine Sammlung dann zahlreichen alternativen Enden vervollständigen. Unter Hauptmenü Sammlung kannst du den Inhalt und den Fortschritt deiner Sammlung überprüfen. Ja. Gechillt hat sie heute. Hätte auch bei mir chillen können. Wieder nach hinten. Okay, jetzt weiß ich, was kommt. Ich glaube, jetzt kommt wieder dieses komische Baumding, ne?
Spreche ich vorher noch mal. Wir haben ja noch einen Filzstift, ne? Guck mal, wir haben sogar noch zwei. So. Oh, I've seen you. What are you doing here at this hour? Schon wieder ihr Gedächtnis vergessen damit. Ich wollte dir Süßigkeiten schenken. What? You came here just to do that? Was ist mit dir? Du bist hier, weil du Jungen gesehen willst? What? Jihyun is here too? Jetzt nicht mehr. Jetzt geht's los. Okay, Zeitbegrenzung. Wir müssen doch eigentlich zum Tongeräteraum. Wanderer AG. So, mal habe ich jetzt. Ich habe ja den Schlüssel gerade eingesammelt, ne? Und da oben ist auch noch was. Was ist denn der 2-2? Das sind ja diese komischen Bubbeldinger hier. Was ist denn der 2-2? Oh, ja, okay. Der ist da unten. Nee, hier haben wir. Ah ja, kann ich jetzt aufschließen. Sehr schön. Das passt ja. Okay, also wir müssen in die Wander-AG. Und dann in den Turmgeräteraum. So, da haben wir jetzt den Spray. Naja, Insektenschutzmittel. Da ist nichts drin. Hier ist auch nichts. Haben wir noch ein Speicherstück. Verbandskasten. Noch ein Dokument. Sonst war ja nichts, ne? Ne, ist abgeschlossen. Wo ist denn hier Licht? Das Licht.
86. Ach du Scheiße. Okay, also links, rechts, links, rechts. Also 86, 83, 94, 96. Okay. Hier haben wir noch einen Filzstift. So, 86, was haben wir denn da? 5. 83, 9. 94, 2. Ja, 96 ist 4. Okay. Das ist auch schon da, ja. Wenn ihr wisst, wo das alles schon rumliegt, kannst du alles schon einsammeln. Ne? Das Rätsel im Rätsel, ja. Neun. Zwei. Poison haben wir jetzt. Da ist nix. Lauf, Boris, lauf! Oh, jetzt müssen wir hier die Top-Pflanzen umbringen. Aber eine fehlt noch. Dann glaube ich 5 Stück. Nein, ich komme gleich, ich komme gleich. Ich muss nur eine Pflanze tot machen. Das war die letzte. Ich habe gerade ein schreckliches Geräusch gehört. Sehr gut. Jetzt mach ich dich tot, du Sack. Ja, hast jetzt davon, meine zukünftige anzugrabbeln. So, meine zukünftige, oder? Das ist aber nicht locker, ne? Flood. Victory.
eindeutig besiegt. Mach mal Licht an hier, ich sehe ja gar nichts. Mal gucken, ob hier irgendwas rumleuchtet. Da hinten. Ein Dokument. Wegen dem Spinnen, ne? Gucken, ob wir hier wieder die Geisterfrau finden. Bisher noch nicht. Vielleicht kommt es auch nicht, weil es gerade so hell ist. Das ist ein Baseball. Fisch mit einer Urne, oder was? Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt gerade den Miniboss hatten, ist auch der Hausmeister erstmal weg, ne? Deswegen wollte ich ja so schnell wie möglich den Miniboss machen, damit wir dann uns in Ruhe hier umgucken können und nicht die ganze Zeit vom Hausmeister gestört werden. Na, wo ist er? Die müsste da langsam kommen. Oh, hat es gerade draußen geblitzt. Aber bei uns kommt jetzt gleich ein kleines Unwetter. Ich glaube, draußen hat es geblitzt. Ich werde mal ein Auge drauf halten. Nein, ich brauche kein Auge drauf halten. Ich habe es gerade gehört. Ich habe gerade den Donner gehört. Da ist noch was drinnen. Das 1 Gramm Gewicht. Die traut sich gerade nicht, wa? Gerade über Licht anmachen. Teil eines Großplans. Nehme ich es mal mit. Zeugnis. Achso, hier, genau. Und nicht diese Geschichte mit diesen, wo dieses Mädchen immer nur den zweiten Platz gemacht hat. Wir haben gerade das Zeugnis gefunden von dem Mädchen. Immer nur zweiter geworden ist. Interessant. Oh, da ganz hinten waren wir noch gar nicht. Oh, Jesse gönnt sich heute auch nochmal Glücksklee, wie ich sehe. Hat dir der Basti schon erzählt, wie viel Glücksklee er hat? Falls nicht, kannst du selber gerne gucken. Mit Ausrufezeichen Stats, Freizeichen und dann Ad Sebastian. Der Lump ist nämlich fertig. Ich habe 1000 Glücksklee. Er war auch ganz human und hat dann auch nicht gecheatet.
Weil da war nämlich noch ein Fehler im Skript drin, ne? Beziehungsweise da war eine Abfrage zu einer Variablen, die aber nicht existiert hat. Deswegen hätte er eigentlich theoretisch auch über 1000 machen können, aber wollte er nicht. Ehrenmann, wa? Basti, der Ehrenmann. Ja, draußen regnet es. Oder angefangen zu regnen. Nicht nur in dem Spiel, nein, auch in Berlin hat es jetzt angefangen zu regnen, Leute. Geradezu ist nichts. Jetzt können wir uns nämlich ganz in Ruhe umgucken. Das ist ja gerade das Schöne, ne? Dass der blöde Hausmeister jetzt erstmal weg ist. Jesse AFK oder was? Macht der ja nichts. So, dieses komische Prospekt oder was das sein soll. Dann füllt sie, jetzt haben wir 6. Ja, ist so viel Licht für den Geist, ne? Der hat keinen Bock. Kann ich aber auch verstehen, bei der Hackfresse hat die auch keinen Bock. Welche komischen Sounds einen Sinn machen? Wer hat's gemacht? Der Mike hat's gemacht. Jetzt zu drei kleinen Schweinchen. Wie war's gewonnen? 5,5 Milliarden EZ. Viel Spaß beim Ausgeben. Das ist nur virtuelles Geld, das ist nicht echt. So wie das ist dir klar. Das ist nichts.
Ja, von den Dingern habe ich trotzdem aber erst drei. Ne? Man kann die sowieso noch nicht ranmachen. Das ist Hier ist nichts. So jung. Ah. Haben wir die Kreide. Holzmarke. Die Stimme, die mich ruft. Hey, why are you still here? Anyway, what was that noise I heard? So Young ist verschwunden. What do you mean? So Young's gone? I don't understand what you're saying. Why are there so many guys in this school who are completely obsessed with So Young? She's not even that pretty. Eigentlich völlig egal, was man antwortet, oder? Habe ich das Gefühl. Hey, come on, be honest. Are you here this late because you're into So Young as well? Is it because tomorrow is White Day? Das geht dich gar nichts an, du blöde Kuh. Have it your way then. Look, wake up, stupid. You think you're the only one So Young bewitched with that face of hers? You don't know this? But she's a manipulative witch. Nicht. Ist So Young wirklich so? Yes, she is. And that's not all. There are a ton of totally strange rumors about her. Rumor has it, So Young... Did you hear something just now? Ich gehe nur mal zur Quelle. Das sah viel cooler aus. Ist so jung? What are you doing in here? Tell me, what happened earlier? Also okay. Hast du dir wehgetan? Yeah, I'm fine. I can't remember anything. I woke up on the floor of a completely different room. I have a feeling that tonight is very different. Maybe the day is here. You know something too. Don't you? Ich frage mich, was hier vor sich geht. You really don't know anything at all? Noch nicht. All right, that's fine. This school has so many hidden secrets. I'm gonna go now. If you want to leave the school, go to main building too. Okay.
der Typ wieder da, oder was? Aua. 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 Ich hab gedacht, die Katzin rettet mich. Hätte mich fast verprügelt, die Sau. So, wenn ich jetzt hier eine Snackbrotdose esse, wie viel halten dir Spaß? 2 Punkte sozusagen, okay. Das heißt, ich brauche jetzt noch eine Sojamilch. Jetzt bin ich fertig, ne? Also ich habe sozusagen 4 HP-Punkte. Der Verbandskasten, der macht wahrscheinlich 3 Punkte wieder gut. Die Brotdose 2 und die Sojamilch 1 Punkt. Okay. Okay. Good to know, good to know. Was ist das denn? So, wir sind wieder im Mobgebäude, Abschnitt 2. Ich muss irgendwo in den Neubau gelangen. Mal nehmen wir die Münzen mit. Bin mal gespannt, ob wir auch irgendwann diese Dinger hier aufkriegen. Oder die hier, weißt du? Unterm Tisch. So weit weg, wa? Also wenn ich den jetzt wieder zumache. Komm ich näher ran? Ja. Jetzt kann ich es auch aufmachen. Ist eh nichts drin. Ach, der kleine stinkt hier. Die Leine. Lichtschalter ist am Arsch der Welt. Hallo? Falsch verbunden, tut mir leid. Sieht aus wie ein Irrenhaus. Wieder nichts drinne. Mein. Nichts aufmachen, hier ist nirgendwo was drin. Metall, Holz, Holz, Erde, Erde, Wasser, Wasser, Feuer, Feuer, Metall. Nix.
nix. Nix. Nix. Im Büro des Rektors muss irgendetwas sein. Stecknadel. Was brauchen wir denn? Eine Stecknadel. Der Drang, irgendwie hier zu untersuchen und so, und kaum vorhanden. Man muss es ja machen, weil ansonsten sieht man wahrscheinlich irgendwas. Und Büroschlüssel. Und jetzt die Krankenstation. Da war der Hinweis über Koffein. Sogar was aufmachen. Aber mal wieder nichts dran. Und Papierkranich. Büro Krankenschwester. Die Figur ist weg. Warum ist denn die Figur weg? Verbandskasten. Neues bekommen? Filzstift damit schon.
soll ich hin? Aber da ist nichts. Ganz komische Bilder teilweise, oder? Ein Schlüssel. Büroschlüssel der Schulverwaltung. Ja, stimmt. Ja, die Frage ist nur, was ist hier drin, ne? Da steht es wahrscheinlich, steht wahrscheinlich da, was wir brauchen oder was das ist. Ja, von wegen, da steht jetzt Metall oder so und wir brauchen halt das andere. Aber ich kann kein Koreanisch. Ich höre sich gerade so an, als wenn er irgendwie eine Tür schließt, aber es sind halt nur Geräusche wieder, ne? Ich werde dich. Kaffee nehme ich noch. Und dann nochmal eine Sojamilch, ja, für einen Punkt. Ein HP. So, hab erstmal was gegessen. Gab Nudeln mit gebratener Salami und Tomatensauce. Nice. Heute gibt's, nachher gibt's bei mir auch nochmal Nudeln. Gebratener Salami. Hast du so richtige, so eine richtige Wurst? Oder meinst du jetzt so diese Scheibensalami? Die man so im Discounter kaufen kann. Ich müsste mir auch nochmal so eine richtige Salami wiederholen. So eine schöne Wurst, wo du dann so schön die Scheiben abschneiden kannst selber. Nee, diese runde Salami, aber klein geschnitten und gebraten. Also diese ganz normale abgepackte, ne? Meinst du? Dieses Counter-Salami wahrscheinlich, ne? Schatzsuche mit dem Hinweis von dem Musiker. Ja, das habe ich früher auch immer gemacht, ne? Aber wenn du so eine richtige Salami hast, so eine, ne, diese abgepackten, großen, fetten Keulen, ja, nenn ich die jetzt mal. Schmeckt halt schon anders. Schmeckt tatsächlich schon wirklich anders. Als wenn du da diese abgepackte
Ich nenne das mal Billy Salami. Nimmst. Lässt er mich noch nicht machen. Müsste ich mal wirklich wieder kaufen. Ne, habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr geholt. Die Salami. Ja, hätte ich mal wieder Bock drauf. Dankeschön, Sie. Weil hier ist ja auch nicht billig, ne? Du bezahlst ja da, weiß ich nicht, für 500 Gramm oder so 6 Euro oder was das kostet oder so. Richtig ungarische Salami, ja. Die kostet. Ich bin mal gespannt, wie wir da hochkommen sollen. Immer diese komische Vase. 8 Filzstifte haben wir jetzt. Wir können noch 8-mal speichern. Da gebe ich dir aber einen Tipp. Bei Netto gibt es die am Stück. Also eine ganze Wurst, glaube ich, für 4 Euro. Die ist auch mega lecker. Eine richtige ungarische? Normalerweise sind die teuer, ne? Die kosten eigentlich. Kosten schon einiges. Dann hole ich sie auch nicht so häufig. Nur wenn ich wirklich Appetit drauf habe. Betrachte da, was betrachte sie als Bild, nicht als Worte. Betrachte sie als Bild, nicht als Worte. Das und das bedeutet zwei. Man denn auf 2? Also ich sehe da 3, 1. Was ist das andere Ding? Nichts. Ein Pfeil nach oben mit Strich. Pfeil nach oben mit Strich. Die holen wir auch ab und zu mal. Die ist aber auch richtig geräuchert und lecker. Ja, die Geräucherten sind so leckeren, ja. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du dann noch mal Nudeln mit Salami machen möchtest. Hol dir eine schöne ungarische. Anstatt diese Discounter-Salami. Noch ein Filzstift. Nix. Da kann ich das gar nicht aufmachen.
Also versteht ihr das? Betrachte sie als Bild, nicht als Worte. Ist dieses Minus, gehört das jetzt dazu oder? Büro des Direktors. Da soll ich jetzt hin? Zum Büro des Direktors? Was? Schon immer ungarische, aber die ist meistens nach dem Wochenende leer. Echt? Geht die so gut weg, ja? Ja. So. Nee, du sollst dich ausmachen, du sitzt ein meine Cam. Also. So. Noch ein Foto davon. Das ist ja wichtig. Wir haben auf jeden Fall gehört, dass der blöde Hausmeister wieder da ist. Wir essen die immer aufs Brot. Wochenende gibt es abends immer Brot und Beilage und Wurst oder Käse. Ach, deswegen sind die immer weg. Verstehe. Jetzt wissen wir auch warum. Muss es nach unten. Ja, aber es gibt hier null Informationen, oder?
Nichts Neues, oder? Schulunterlagen, wo war denn das mit dem Direktor? Mal, da sehen wir auch zum Beispiel Zeichen. So, der Zugangscode zum Büro des Direktors wurde aufgrund von Sicherheitslücken geändert. Der neue Zugangscode wurde mit spezieller Kreide an die Tafel im Büro der Schulverwaltung geschrieben, die unter Neonlicht unsichtbar ist. Meint das wirklich ernst, oder? Mit dem Neonlicht ist. Okay. Schulverwaltung. Büro der Schulverwaltung. Bin eigentlich draußen. Büro der Schulverwaltung. Da waren wir doch gerade. Kann ich eigentlich mal speichern? Ja. Lass mal speichern. Hab ja noch ein paar Filzstifte, ne? So, Büro der Schulverwaltung. Das heißt, ich muss das Licht ausmachen, oder wie? So, kann mir das mal jetzt jemand übersetzen? Also Strich, Strich, Strich. Strich mit dem Pfeil nach oben plus Strich bedeutet 2. Wir haben eine 3 und eine 1 drin. Wir haben eine 3 und eine 1 drin und dann nochmal dieser komische Strich mit dem Pfeil. Wie soll man auf die Lösung kommen? Ich verstehe nichts. Einen T. Sehe ich einen T da drüben? Nee, nur ein Kreuz. Aber ich speichere, wenn irgendwas sein sollte. Jetzt lernst du noch Koreanisch. Strich ist 1. Oder heißt das minus 1?
Überleg gerade. Wie kommt man denn da auf 2? Wir haben vorne die 3. Ja. Wir haben vorne die 3. Dann haben wir einen Strich mit einem Pfeil nach oben. Strich und Pfeil nach oben. Also haben wir die 4, oder was? Wegen dem Strich oben. Dann haben wir den. Ein T? Ja, wir hätten theoretisch einen T, aber nicht. Ein großes T haben wir nicht. Okay, also wir haben einen Strich. Einen Strich haben wir so. Haben wir also 4. Oder was? Dann oben der Strich. Haben wir 5. Dann haben wir da nochmal 2 Striche. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der 8 ist. Das wären ja dann 13. Da muss man zählen, wie viel übereinstimmen. Oder die 3 vorne gibt es. Das Zeichen in der Mitte gibt es nicht. Und der dritte Zeichen gibt es. Dann sind 2. Aber wie mache ich denn das jetzt da? Haben wir einen T? Nee, haben wir nicht. Haben wir dieses andere Ding? Sehe ich jetzt auch nicht. Wie sieht's aus mit dem J? Sehe ich auch nicht. Also 0 oder was? Was mit dem zweiten? Da ist eine 8 mit drin und dieses andere Teil da. Also nehme ich jetzt mal an, die 8 zählt, oder? Dann gibt's das nicht und diese Teil gibt's auch nicht, oder was? Hä? Ja, da blicke ich auch nicht durch. Der Hinweis ist für den Arsch. Aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, für was der Code ist. Und zwar für das Büro des Direktors. Betrachte sie als Bild, nicht als Worte. Nicht dahinter, wie man auf die Lösung kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, schreibt es gerne jetzt in den Chat. Ansonsten gucke ich gleich in einer Minute mal im Internet, was denn der Code für das Büro des Direktors ist. Kann ja schon mal suchen, weil ich denke mal, ihr kommt auch nicht drauf. Was für ein Scheiß, ey, wieso? Ja, noch schlimmer wie Resident Evil. Und Resident Evil ist schon schlimm von den Rätseln her, wisst ihr? Aber das Spiel schießt da echt den Vogel ab.
Chiffre. Das soll eine Chiffre sein. Naja, aber wie funktioniert die Chiffre? Verdammt, was ist los? Versuchen es jetzt zu erklären, aber wenn du kein Chinesisch kannst, weil diese Zeichen zum Beispiel mit diesem Strich und dem Pfeil, der nach oben zeigt, ne, das Zeichen dann bedeutet nicht, wo soll man das denn wissen? Also wenn du kein Chinesisch kannst, ist das Spiel, ist dieses Rätsel fast unlösbar zu. Also fast unlösbar, nur fast, ne? Na gut, okay. Also ich habe jetzt hier bei Steam, da hat jemand ein paar Nummern gepostet, die werde ich jetzt einfach ausprobieren. Vielleicht funktioniert eine davon. Falls nicht, komme ich nochmal hier zurück, ne? Probieren wir einfach mal eine aus, oder? Nein, nicht eine. Wir probieren alle aus. Diese funktionieren. So, wo muss ich denn dann nochmal hin? Nach oben, war? Ne, nach unten. Nach unten bis ganz hinten. Wo ist denn der Hausmeister jetzt? Ich hoffe, der ist oben irgendwo. Ja, dann eigentlich überall die Türen zu. Und der? Okay. So, welche Nummern haben wir denn? Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man darauf kommen soll, ohne Mist, ne? Falsch. 8, 2, 4, 1. Auch falsch. 4, 2, 1, 8. Auch falsch. 1, 4, 8, 2. Auch falsch. Letzte Nummer. 2, 8, 4, 1. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Und das ohne Chinesisch Kenntnisse. Danke, Jesse. Der Direktor überwacht. Der Direktor überwacht die Schule gerne im Geheimen. Ein ausgefallenes Muster, das platziert. Nee, das deplatziert scheint, könnte das Geheimnis in sich tragen. Aber das ist auch doof, wenn man kein Chinesisch kann, das da zu lösen. Danke, Mike. Ja, also, ich habe auch gelesen, man kann es auch lösen, ohne dass man Chinesisch kann, aber
Trotzdem bleibt immer noch dieses Problem von wegen dieses eine Zeichen. Ne? Das heißt ja nicht. Also vorne war die drei. Ne? Du hast ja diese drei Dinger. Dann hast du diese mittlere, dieser Strich mit dem Pfeil. Das heißt in Chinesisch nicht. Und dann hast du diesen einen Strich. Also drei, nicht eins. Oder wahrscheinlich dann minus 1, ne? 3 minus 1. Und du musst dann mit den ganzen Zeichen da hantieren und du musst das alles weggradieren und der hat das ja erklärt und so, aber Bericht zur Trennung des Wasserzuflusses. Der Wasserzufluss zum Hauptgebäude wurde bisher aus bisher ungeklärten Gründen unterbrochen. Allerdings wird ein Waschbecken im Labor im zweiten Stock vom Hauptgebäude 2 weiterhin mit Wasser versorgt. Die Schüler scheinen das verstörend zu finden. Es werden umfassende Reparaturen durchgeführt, um dieses Wasserproblem zu beheben. Vizedirektor Sang Mun Lee. Waschbecken, Labor. Okay. Das sind nur Bilder, aber da steht nicht wirklich irgendwas. Dokument des Direktors. Name Yu-Bung Kim. 22. Januar 1970. Männlich. Religion? Keine. Fach? Musik. Familie? Keine. Besonderer Hinweis. Erster Beginn im Jahr 2000 auf dem Schulgelände Selbstmord. Zweitens. Nach seinem Tod haben sich weder Freunde noch Familie gemeldet. Drittens. Wirkte von Anfang an zurückgezogen und exzentrisch. Aber wie viele Kinder sterben denn hier auf der Schule? Ist ja unglaublich. Viertens. Hat Gerüchte über eine Verschwörung in der Schule in die Welt gesetzt und verbreitet. Fünftens. Zeigte Zeichen von Paranoia. Er installierte ein eigenes Schloss im Musikvorratsraum und versteckte den Schlüssel in der Klavierbank, so dass er nicht auffindbar war. Sechstens. Zur Zeit seines Todes stand er unter Beobachtung. Ein Mord kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist jedoch aufgrund der Beweislage unwahrscheinlich. Nummer 2. Name Na Jung Han. 23. September 1980. Weiblich. Klasse 12, Klassenzimmer 11. Besonderer Hinweis. Erstens. Während sie sich in den ersten 2 Jahren durch herausragende Leistungen hervortat, wurde ihre Noten ab der 11. Klasse immer schlechter. Der Grund dafür könnte nicht ermittelt werden. Was? Zweitens, der Grund konnte nicht ermittelt werden und sie schien weder zu Hause noch an der Schule Probleme zu haben. Drittens, sie wurde tot in der Schule aufgefunden aufgrund mangelnder Beweise eines Fremdverschuldens wurde ihr Tod als Selbstmord durch Erhängen deklariert. Okay. Dritte Person. Unbekannt, weiblich, Adresse nicht ermittelt, besonderer Hinweis. Erstens. Diese sich wahnhaft verhaltende Frau begann vor 2 oder 3 Jahren in der Umgebung der Schule herumzuwandern. Zweitens. Gelegentlich betritt sie das Schulgelände, zeigt jedoch kein besorgniserregendes Verhalten. Drittens, sie könnte in den Unfall vor 3 Jahren involviert sein, doch das wurde nie nachgewiesen. Viertens, reagiert besonders empfindlich auf Alarme, Feuer- und Sicherheitsalarm, die bei ihr Krampfanfälle auslösen. Deck. Thank you.
Nee, richtige Alarme. Alarm. Richtige Alarmsignale. Eine Sirene halt, ne? So. Woher diese Klingen, weißt du? Ein Griff aus Holz. Er sieht aus, als könne er irgendwo eingesetzt werden, um dich an einen bisher unerreichbaren Ort zu bringen. Really? Okay. Auf jeden Fall. Gönne ich mir. Sie wurde mit einem Gerät versperrt. Mal wieder leer, so wie immer. Eine Beruhigungspille. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Kann ich hier noch irgendwas aufmachen? Der Direktor überwacht die Schule gerne im Geheimen. Ein ausgefallenes Muster, das deplatziert scheint, könnte ein Geheimnis in sich tragen. Ein ausgefallenes Muster. Hier ist ein gelber Fleck. Was ist damit gemeint? Eigentlich so mehrere Flecke. Okay. Hier scheint aber drinnen zu sein im Büro. Oh, lol. Okay, cool. Eine Videokassette. Oh. Stasi lässt grüßen, Jörg. Eine Videokassette. Na, kennt ihr die Dinger noch? Die jüngere Generation durfte sowas ja gar nicht mehr kennen, wa? Aus dem Büro des Direktors. Sie ist nicht beschriftet. Na, besser ist du. Ach ja, der Hausmeister wieder.
Der hat da oben irgendwas gemacht. Hätte das auch wieder zumachen? Jetzt. Okay, die Monitore sind aber immer noch da, ne? Ja. Ich weiß nicht. Das war schon so. Wirklich. Wo sind hier die Kamera? Hä? Welche Kamera? Was? Ein Schlüssel. Schlüssel für das Fakultätsbüro 2 im Hauptgebäude 2. Oh, you're still here? Was machst du denn What's hier? Happening? Are you lost? Ich will nichts sagen, ne? Aber der Hausmeister, der ist hier nur 10 Meter links neben dir. Ich wollte gerade gehen. Nein, ich bin geblieben, weil ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Worried? About me? You mentioned Ji-hyun earlier, right? Could you help me then? Because I need to find her. Welche ist denn jetzt? Die mit der Brille oder die andere? Kriegt er nicht durch mit eurem Namen. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ach so. Hier oben. Okay. Passiert da bestimmt gleich wieder weit, ne? I wonder why Ji-hyun came to school at this hour. Na, warum bist du überhaupt hier? And the same can be said about you too. Jetzt lenkt man nicht von dir ab. There seems to be a lot of people who shouldn't be here tonight. So wie du ja. Many kids say they saw a ghost on the staircase. They say there's a kid who just sits here and cries. Right here. If you pass and don't know it's a ghost, it'll grab your ankle. Do you believe in stuff like that? Ja, jetzt schon. I believe it too. That's why I snuck in. Ach so, du willst auch die Geister sehen. Verstehe. Irgendwas hat mich gerade angefasst. Wie viele Münzen habe ich? Zwei. Nö, jetzt noch nicht. Ah, du wartest. Bin schon auf dem Weg. Was passiert denn jetzt schon wieder? Hey, you feel that? So creepy, right?
They say you get goosebumps when a ghost passes through your body. Every time I'm here, I get this strange vibe. Like someone or something is watching me. The music teacher who committed suicide used to say the same thing. That there's something in this school. After the teacher died, a rumor spread that there was a relic containing the school's secret hidden somewhere here. In the end, nobody ever found it. Ja, sind nur Gerüchte, ne? Ist ja nichts Wahres dran. Alter, guckt euch mal diesen Ausblick an. Ist der nicht fantastisch? Gibt es überhaupt Fenster, wenn man draußen nichts sehen kann? Ey. Unser Backstein. Soll ich aufschließen? Over here. Let's try in here. Oh, I'm so... I thought you were going to help me find Ji-hyun. Let's try searching in here. Ja, chill mal. Haben wir so einen Stress? Erstmal Licht anmachen. The faculty office feels kind of odd at night. Sometimes I think the teachers are the ghosts of the people who died in this school. They are watching us to someday make us their next sacrifice. Even at this very moment. Deine Fantasie geht mit dir durch. Hast du irgendeinen Beweis? Don't you think, since we're locked in, that kind of proves it? Hey, Soyoung! Oh. Hey, sweetheart. You really are here. What are you doing here so late at night? What do you mean? You called and told me to come. So I called you? Yeah. Hey, I need to talk to Ji-hyun. You go to the new building and try to find a way out of here. Warte, ich höre nichts. Warum höre ich nichts? Rückwärtsaufnahme. Auf dieser Kassette wurde etwas aufgenommen, aber die Aufnahme ist rückwärts und unverständlich. Okay. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Erstmal Licht anmachen hier. Neues Fach. Fortgeschrittene Mathematik. Oh je, klingt gefährlich. Um die mathematischen Begabungen unserer Schüler weiter zu fördern, wird im Klassenzimmer 7 der 11. Klasse das neue Fach Fortgeschrittene Mathematik unterrichtet. Schüler mit besonderen mathematischen Leistungen erhalten von nun an in der 5. Stunde ihrem Niveau entsprechenden Mathematikunterricht. Wir bitten alle Klassenlehrer, ihre Klassen darüber in Kenntnis zu setzen und bis zur nächsten Woche eine Liste von Kandidaten einzureichen. Das ist alles. Das ist alles, sagt er.
Bericht zum Status der Schule. Titel: Unangemessene Gerüchte in der Schule. Dann geht in der Text. Ein neuer, rasant wachsender Trend auf dem Schulhof betrifft die Suche nach Schätzen. Doch handelt es sich hier um keine gewöhnliche Schatzsuche. Es geht um die CD des Musiklehrers, der letztes Jahr auf dem Schulgelände Selbstmord begangen hat. Den Gerüchten zufolge hat Herr Kim, der Musiklehrer, seine letzten Worte vor dem Tod auf CD aufgenommen und dabei das Geheimnis der Schule enthüllt. Laut den Schülern werden hin und wieder von Herrn Kim hinterlassene Hinweise aufgespürt, die die Glaubwürdigkeit des Gerüchts steigern. Das Gerücht hat sich so weit entwickelt, dass es den Unterricht stört und einige Spieler sich sogar an Geldwetten diesbezüglich beteiligen. Wir bitten alle Klassenlehrer, dieser Situation besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, nimmt langsam Überhandchen, ne? Alle verrückt. Totale Kloppis. Jeder einzelne von denen. Ey, nie ist was drin. Machst du immer umsonst auf. Aber irgendwann ist mal was drin, ja. Und dann machst du das wieder nicht auf, ne? Immer dasselbe. So, sehe ich schon irgendwas rumglänzen? Ne. Na doch, ganz hinten, ne? An der Tafel. Ja. An der Tafel glänzt was rum. Auch nicht. Oh. Oh. Ein Zahlenschloss. Kann ich aber noch nichts machen. Wahrscheinlich muss ich jetzt vorher was anderes triggern, damit ich da ran darf. Na. So. Oh, eine Schreibmaschine. Fehlt da zufällig, dass der Buchstabe M. Ja, aber nicht nur, ne? Da fehlt ja auch das E, das O und das N. Ich habe aber erst einen Buchstaben. E, O und N fehlt noch. Noch eine Stecknadel. Eine Stecknadel in einer Tafel. Wie haben sie das denn geschafft, da reinzuhämmern? Ja, ob der wirklich noch so flauschig ist. Eine kleine Stecknadel, die aussieht, als sollte sie irgendwo reingesteckt werden. Laborschlüssel. Notiz aus dem Aufenthaltsraum der Fakultät. Beseitigen Sie die defekte Stereoanlage im Musikmaterialraum. Das Gerücht, sie würde gelegentlich von selbst beginnen, Musik zu spielen, verursacht noch mehr Unruhe unter den bereits verunsicherten Schülern. Die Schüler wollen nicht einmal den Musikraum betreten. Da sie Jaewon Kim gehörte, der letztes Jahr Selbstmord begangen hat, sollte sie zu seinen restlichen persönlichen Gegenständen ins Fundbüro gebracht werden. Jetzt zumindest mal eine Maßnahme, ne?
Okay, wir müssen weiter nach oben. Das hört sich aber auch so an, als wäre der Typ direkt über uns. Nee, ist er doch nicht. Falsche Taste. Okay, haben wir glaube ich erstmal wieder ein paar Sekunden Ruhe. Sofern er uns jetzt nicht hört oder so, ne? So, hier waren wir noch gar nicht auf der Etage. Checken wir erstmal die Uhr. Wieder nix. Da ist auch nix, okay. Zum Trinken, sehr schön. Gönne ich mir mal. Sehr schön, sehr schön. Endlich mal ein bisschen Progress in dem Spiel, oder? Okay, wir mussten einmal googeln, aber im Moment geht es immerhin noch weiter. Liegt in deiner Natur. Was machst du jetzt hier? Geh mal weg. Geh wieder runter? Oder bleibt er bei uns? Ey, du bleibst jetzt bei uns. Labor haben wir auch. Geh weg. Sound war ja gerade ganz komisch, ne? Der war direkt neben mir gerade, obwohl er vor mir irgendwo stand. Wie der Hausmeister schon wieder nervt, ey. Irgendwie Angst, dass man sonst das Spiel zu schnell durchspielt?
Dann füllt sie. Wenn ich gehört, oder? Das ist direkt hier draußen. Im Flur. Genau hier ungefähr. Geht da weiter. Immer die Dokumente schon. Zeitungsausschnitt. Unfallbericht vom 16. März 1900 XX. Am 15. März gegen 21.50 Uhr brach ein Feuer im Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre der Yingyang High School in Seoul aus, das zum Tod einer Schülerin führte. Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren hundert Dollar. Wow. Der strukturelle Schaden blieb jedoch gering. Das Feuer wurde binnen Minuten gelöscht. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Ende der Nachtkurse, sodass sich kaum mehr Schüler im Gebäude befanden. Die Schülerin starb, während sie auf ihre Mutter wartete. Sie litt unter Asthma und die Polizei glaubt, dass ein vom Feuer ausgelöster Asthmaanfall die Todesursache war. Der Vorfall wird weiter untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Ganz schön billig da, wa? Wenn ein Feuer ein Gebäude zerstört und das nur mehrere hundert Dollar kostet. Ganz schön billig. Oder meinen die Millionen? Ja, vielleicht meinen sie auch Millionen, ne? Haben sie nur nicht hingeschrieben. So, der ist jetzt auf der Seite, wo ich jetzt eigentlich hin will. Der ist nämlich jetzt da hinten beim Musikraum, der Sack. Da will ich eigentlich jetzt hin. Müssen wir noch mal kurz warten, dass er hier dran vorbeirennt. Ja, geh weiter. Reicht die. Chelsea auf dem ersten Platz. Mal gucken, wie lange. Dass man sich hier nicht so rauslehnen kann, wisst ihr? Bei anderen Stealth-Games. Wo die dann so. Was denn hier hinten? Irgendwas leuchtet doch hier. Da. Zwölftens. Die zwölfte Geistergeschichte. Finde meinen Körper. Es war so heiß, dass man kaum mehr atmen konnte und die Heuschrecken zirpten wie verrückt. Der Vorarbeiter an der Baustelle zur Verbindung des Neubaus hat dem Hauptgebäude zwar
Nee, war von allem genervt. Seiner Ansicht nach war das ein sinnloses Projekt, aber da er dafür bezahlt wurde, würde er sich nicht beschweren. Hä? Nach dem Mittagessen knallte die Sonne noch heißer herab und die Hitze begann vom Asphalt aufzusteigen. Die Bauarbeiter protestierten, es sei zu heiß zum Arbeiten. Der Vorarbeiter war zugleich neidisch und erbost über das dreiste Verhalten der Arbeiter. Wieso war er neidisch? Doch er sah ein, dass es zu heiß war. Der Vorarbeiter ordnete eine Pause an. Die Arbeit ging ohnehin nicht voran und es würde der Sache nicht dienlich sein, wenn ein Arbeiter jetzt auch noch einen Hitzeschlag erlitt. Die Arbeiter verzogen sich in den Schatten und schliefen prompt ein. Was? Doch etwas ereignete sich, als sie alle schliefen. Ein lautes Knacken schallte über den Campus. Es klang, als sei das Baugerüst durch das Sicherheitsnetz gekracht. Erstmal eine Siesta. Okay. Immer noch im Halbschlaf nahmen die Arbeiter keine Notiz davon und drehten sich einfach um. Naja, ist Priorität Nummer eins, ne? Wenn man das macht, dann natürlich muss man auch dazu stehen. Man hat ja auch Prinzipien, ne? Der Vorarbeiter konnte sich so etwas nicht leisten. Sollte tatsächlich etwas geschehen sein, so war er verantwortlich dafür. Er schrie seine Arbeiter an, das Sicherheitsnetz zu überprüfen. Doch sie taten, als hörten sie ihn nicht. Genervt entschied der Vorarbeiter, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Die Arbeiter waren froh, als er alleine davon marschierte. Plötzlich schrie der Vorarbeiter laut auf, gefolgt von einer unheimlichen Stille. Die Arbeiter sprangen auf und liefen auf dem Vorarbeiter zu. Dieser stand starr vor Schreck vor einem grausigen Anblick. Dort, wo das Gerüst durch das Sicherheitsnetz gefallen war, lag die Leiche einer Frau. Nur hatte die Leiche keinen Kopf. Der Vorarbeiter und seine Arbeiter erkannten die Frau sogleich als eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Restaurants. Aus dem Stumpf ihres Halses ergoss sich dunkles, rotes Blut über den Boden. Der Vorarbeiter und seine Arbeiter arbeiteten schweigend und schnell. Es war das erste Mal, dass sie so gut zusammengearbeitet hatten. Obwohl sie überall suchten, konnten sie den Kopf nirgends finden. Schließlich versenkten sie die Leiche im Zement und schickten den Block an die Abfallentsorgungsanlage. What? What? Die haben einen Unfall oder es war ja eigentlich ein Unfall, ne? Unfall durch menschliches Versagen, aber what? Die haben die Leiche einfach zementiert und dann entsorgen lassen? What the heck, ey? Es schien, als hätten sie den Vorfall perfekt verschleiert. Außer ihnen würde nie jemand wissen, was geschehen war. Naja, so wird es gemacht. Ah, da kennt sich wohl jemand aus. Doch aus irgendeinem Grund ließen nach diesem Vorfall die Unfälle nicht nach. Arbeiter verletzten sich viel häufiger als früher und dies verlangsamte den Fortschritt an der Baustelle. Und es ging das Gerücht um, die Baustelle sei von einem Geist heimgesucht. Der Vorarbeiter schäumte vor Wut und befahl seinen Arbeitern, den Mund zu halten. Keine Beweise mehr. Aber irgendwann taucht der Kopf auf. Ja, mal gucken. Irgendwann taucht er auf. Oder der ist so zersplittert worden, dass der in 1000 Einzelteile zersprungen ist. Vielleicht war er ja auch im Körper drinnen, nur so reingedrückt. Wer weiß.
Doch schließlich stürzte ein Flaschenzug aus dem dritten Stock herab und begrub einen Arbeiter unter sich. Auch wenn sein Körper völlig verunstaltet war, so war sein Gesicht doch seltsam unversehrt. Der Vorarbeiter bekam Angst und beschloss, sich der Polizei zu stellen. Doch auch danach gingen noch Gerüchte über einen fliegenden Kopf auf der Baustelle um. Letztendlich waren die Bauarbeiten trotz des langsamen Fortschritts abgeschlossen. Als die Schule nach den Sommerferien erneut öffnete, wurde ein grausiger Fund gemacht. Der Kopf einer Frau lag im Garten. Es heißt, der Kopf sah aus, als sei er gerade erst vom Rumpf getrennt worden, obwohl er seit Wochen in der Hitze des Sommers gelegen haben musste. Frisch platziert. Zufall? Folge der Musik des Toten, um zu... Was, wenn du zu ihm gelangen willst? Geheimnisvolle Notiz. Die Pendeluhr steht Kopf. Seine Stimme soll der Schlüssel sein. Der Schlüssel zum Geheimnis des Musikzimmers. Die Pendeluhr steht Kopf. Seine Stimme soll der Schlüssel sein. Der Schlüssel zum Geheimnis des Musikzimmers. Sag ich doch, der taucht wieder auf. Ist doch immer so. Ja, aber total unversehrt, ne? Von der Hitze nicht beeinträchtigt. Haben die hier so ein HD-Bild reingeschmuggelt? Was ist das denn, ey? Sojamilch. Nehme ich mal mit. Warum tropft denn da Blut? So, ist hier irgendwas noch am Rumblitzen? Nee, ne? Gar nicht hochspielen. Diese Ding. Nee. Jetzt haben wir Klavierbankschlüssel. Der Schlüssel schließt die Klavierbank auf. Wo ist die Klavierbank? Also, da wo man sich draufsetzen kann. So, Bilderschnipsel 1. Okay.
Okay, haben wir schon mal zwei. Das heißt, uns fehlt jetzt entweder noch einer oder zwei Bild. Oh. 7582. 7582. Sieben, fünf, acht, zwei. So, ihr habt gehört, hier gibt es ein Geheimnis. Oh, könnte schon das letzte Schnipselchen sein, ne? Nix. Da ist noch was. Nix. Da ist noch was. Nix. Nix. Das ist eine CD in der CD-Lade. Ja, dann nimm noch. Oder darf ich nicht? Müssen wir nach unten. Endlich haben wir mal ein bisschen Progress in dem Spiel, ne? Macht doch gleich viel mehr Spaß. Gut, ich speichere erstmal wieder ab, ne? Würde aber trotzdem sagen, das war's soweit mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.